Und willkommen zu einem weiteren Techland-Part. Wow. So, heute erzähle ich euch nämlich was von den Highlights von der London-Tour. Ich hoffe, ihr seid nicht gestorben vor Neugierde. Oh, habe ich ja natürlich gar nicht beabsichtigt, dadurch, dass ich so mega den Cliffhanger gemacht habe. Nö, auf keinen Fall. Weil jetzt kommen natürlich noch die positiven Sachen, weil ich habe mich ja lange darüber ausgelassen, was alles so scheiße war und bla bla, Gammelschild. Aber da muss man ja natürlich auch drüber reden. Man kann ja nicht nur die positiven Sachen sagen und den Rest dann quasi vernachlässigen. Weil das ist ja irgendwie auch scheiße, wenn man nur die halbe Wahrheit erzählt. Deswegen werde ich jetzt zu den positiven Sachen kommen, damit ihr auch noch erfahrt, was ich da schön fand und dass alles nicht nur scheiße war. Deswegen fange ich mal an mit London bei Nacht. Wir sind nämlich an einem Tag abends nach London reingegangen, dann sind wir da am London Eye auch ausgestiegen und dann sind wir halt in unserem großen Grüppchen zusammen durch London gegangen. Ich dachte eigentlich, wir kriegen Freizeit und können dann selber entscheiden, wo wir hingehen. Deswegen habe ich mir schon ausgemalt, so nach Starbucks zu gehen, ein bisschen zu chillen und so und da schön zu sitzen. Irgendwie auf Piccadilly Circus zu gucken oder so. Aber letztendlich sind wir dann halt zusammen da durchgegangen. Aber ich habe euch ja schon letztes Mal erzählt, was da das Problem war, nämlich dass unser Lehrer da so voll durchgehetzt ist und dann sich schon ein Programm ausgemalt hatte, was wir machen, was ich ein bisschen scheiße fand, weil wir deswegen nicht wirklich die Möglichkeit hatten, uns so einen richtigen Eindruck zu machen, alles in Ruhe anzugucken, ein bisschen die Sachen wirklich in uns aufzunehmen und nicht einfach nur gucken gehen, sondern auch mal stehen zu bleiben und es auf sich wirken zu lassen, dass man wirklich einen richtigen Eindruck davon kriegt und nicht einfach nur dran vorbeizurennen. Das fand ich halt kacke daran, aber an sich war es halt wirklich richtig schön zu sehen, weil alles war beleuchtet. Ich kann ja mal kurz so ein Bild einblenden, zum Beispiel das London Eye, das war richtig schön. Der Big Ben war auch cool gemacht, davon habe ich aber leider kein schönes Foto, weil meine Kamera es nicht so toll aufgenommen hat. Dann Piccadilly Circus sah natürlich richtig gut aus, also es sah am Tag irgendwie ein bisschen mau aus. Ich finde auch im Vergleich mit New York, es ist voll lächerlich. Ich dachte immer, auf den Bildern sah das immer so riesig aus, Piccadilly Circus, aber in Wirklichkeit ist es so eine Leinwand. Und ich dachte so, wow, als ich davor stand, yay, die Party geht ab. Aber abends sieht das dann alles ein bisschen eindrucksvoller aus, wenn das so die einzigen Lichter sind, die da hervorstechen und so. Und das war dann eigentlich ziemlich cool. Und ansonsten war da halt so ein großer Platz, ich weiß gerade nicht, wie der heißt, aber es war in der Nähe von Disney. Und es sah auch voll schön aus, weil da waren auch nachher so Straßenmusiker und das war nicht so süß, weil das war so klein und idyllisch. Und da war ein Typ, der konnte wirklich singen. In London waren wirklich Straßenmusiker, die singen konnten. Das hat mich voll gewundert. Aber die hatten auch richtig professionelles Equipment. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt irgendwie engagierte Leute waren oder so. Also ob die quasi nur auf den Durchbruch warten und deswegen da waren. Oder ob das wirklich Leute waren, die nur mit der Straßenmusik ihr Geld verdienen. Das habe ich mich nämlich auch öfter schon mal gefragt. Weil das eigentlich schon ein bisschen professioneller gewirkt hat, weil die zum Teil auch mit Loop-Maschinen ankamen und sowas und auch vorbereitete Mikros hatten, die dann wirklich über den Platz verteilt waren, also wo man das wirklich gut hören konnte, von der Akustik her und wo die nicht einfach nur so roh gesungen haben quasi. Und da dachte ich mir so, sind es jetzt einfach nur Leute, die entdeckt werden wollen und deswegen da singen oder was machen die da? Ja, das hat mich dann nämlich auch interessiert, weil das eigentlich gar nicht mal so scheiße war. Weil ich kenne das nur so aus Kroatien, dass da so einsame kleine Mädchen als Geigenspieler auf der Straße verteilt stehen und dann spielen die da so traurige Melodien so voll schief, so. Also ich denke, das haben viele wahrscheinlich schon gesehen, so schief spielende Musiker, das gibt's ja eigentlich so ziemlich überall. Aber da war das richtig schön und genau in dem Moment kommt da der scheiß Lehrer und sagt so, ja, wir gehen da mal weiter und ich denke so, nein! Das hat mich ein bisschen dran aufgeregt, aber wenn man es besser geplant hätte, dann wäre es richtig schön gewesen. Also es war einfach ein tolles Erlebnis, das so bei Nacht zu sehen, auch wenn ich gern mehr Zeit gehabt hätte und nicht einfach nur da durchgelaufen wäre. Ich hätte auch gern mehr Zeit gehabt, Fotos zu machen und so. Weil im Gehen kannst du auch voll scheiße filmen. Ich wollte ja eigentlich viel mehr Filmmaterial haben zum Teil. Gerade bei Nacht ist es ja voll schön. Und da, wenn man die ganze Zeit geht, dann wackelt das und alles ist scheiße. Und wenn ich so filme, dann mache ich eigentlich, gerade bei meinen Vlogs, die ich mache, die eigentlich fast eher keine Vlogs sind, sondern vielmehr einfach nur so fast Werbefilme, könnte man sagen, weil ich immer nur die Sachen zeige, die ich sehe und das Imposante und Tolle daran zeige und weniger zeige, ey, guck mal, das habe ich gerade gemacht, weil mir das eigentlich
weniger wichtig ist, weil ich den Leuten eher so die Atmosphäre vermitteln will, die ich selber erfahren habe. So von wegen, ach, oh, guck mal, wie schön, das habe ich erfahren, schau mal das. Und dann nur so am Rande sage, was ich scheiße finde, weil ich dann eben nicht so wirklich den Leuten das zerstören will, wie schön manche Eindrücke sind und so. Das ist mir dann bei solchen Videos wichtiger und deswegen, ja, will ich dann auch nicht im Stehen so ein Gewackel machen, was so andere Leute machen, weil diese Daily Vlogger. Ist ja schön und gut, dass es beliebt ist, aber ich finde es ehrlich gesagt nicht so geil, weil das sind so Leute, die sich zum Teil einfach gar keine Mühe mehr geben. Zum Beispiel gucke ich von Ungespielt die Videos eigentlich gerne, also ich will nicht sagen, dass es sich keine Mühe gibt, aber ich finde auch, dass sie filmisch nicht so toll produziert sind, weil du siehst halt einfach, dass es amateurmäßig ist, weil der auch kein Stativ aufbaut und so, was ja natürlich nicht immer geht, weil ich konnte jetzt auch kein Stativ aufbauen, wenn wir dabei am Rennen sind und so. Aber ich würde dann auch nicht unbedingt Szenen ins Video packen, wo dann so ein Gewackel da drin ist von der Kamera. Das geht einfach gar nicht. Ich versuche immer möglichst still zu filmen, dass ich mich dann wirklich so breitbeinig hinstelle und so die Kamera halte, dass eben möglichst nicht verwackelt ist oder ein leichter Schwenk, aber eben auch nicht zu viel, weil das too much ist halt auch nicht gut und so. Und ich finde, das merkt man bei vielen Daily-Vloggern irgendwie nicht so wirklich. Das wirkt auf mich immer so, als hätten die weniger Ahnung als ich. Und das wundert mich irgendwie ein bisschen. Weil das alles so mega amateurhaft ist. Ich weiß nicht, ob das gerade das ist, worauf die Leute stehen. Ob die das einfach amateurhaft haben wollen, weil es dann authentischer wirkt. Oder was da genau der Sinn des Ganzen ist. Weil ich persönlich mag das eigentlich nicht so sehr, wenn das so mega amateurhaft ist. Ich versuche es ja gerade deswegen eher so zu machen, dass es nicht so ist. Und da läuft meine Mutter im Bademantel rein. Schlaf gut. Ja, das war auf jeden Fall diese Sache mit London bei Nacht. Und deswegen, ja, keine Ahnung, ich hätte auch dann eben mehr Zeit gerne gehabt, um mich auch mal kurz stehen zu bleiben, was Schönes zu filmen, um das auch mal festzuhalten und nicht nur im Kopf zu haben, weil ich auch schnell Dinge vergesse, wie das wahrscheinlich jeder Mensch mittlerweile in unserer schnelllebigen Zeit tut. So dramatisch, oh mein Gott. ja, okay, und dann habe ich noch ein paar andere Punkte, nämlich St. James Park. Der war echt ziemlich gut, es war eigentlich Zufall, dass wir da hingekommen sind. Also Theresa meinte zu mir, ja, du musst unbedingt mal in St. James Park gehen, da sollen voll viele Eichhörnchen sein, habe ich mir das so gemerkt und dachte mir so, ja, klingt ganz cool. Aber ich hatte ja kein Underground-Ticket und so, ich wollte auch keine Oyster-Card kaufen, weil es sich für mich nicht gelohnt hätte, weil wir ja nur ein paar Tage in London halt richtig drin waren, weil wir sind immer mit dem Bus reingefahren. Und da dachte ich so, wofür brauche ich da eine Oyster-Card, wenn wir eh mit dem Bus reinfahren und ansonsten uns von zu Fuß aus bewegen? Weil von dem Punkt aus, wo wir dann losgehen und wenn wir dann ein paar Stunden Zeit haben, da kann man zu Fuß ja so viel sehen, dann brauche ich ja nicht unbedingt eine Oyster-Card, um dann noch wo ganz anders hinzufahren, wenn ich an diesem Punkt schon voll viel sehen kann. Deswegen fand ich das ein bisschen nutzlos, mir dafür eine Oyster-Card zu holen. Und hatte das nur so ein bisschen im Kopf, aber habe nicht weiter drüber nachgedacht. Und dann sind wir am ersten Tag, wo wir Freizeit hatten, sind wir dann echt an dem Park vorbeigekommen. Und es war so toll. Das war ein richtiges Highlight für mich. Ich habe mich so gefreut, weil da waren so süße Eichhörnchen. Ich habe zwar schon mal Eichhörnchen bei uns in der Gegend gesehen, in so einem Wald, aber immer nur so irgendwie auf 10 Meter Entfernung. Nur, dass du so ein kleines Etwas gesehen hast, was du so an dem Baum vorbeigeschwört ist. Und da sind die Eichhörnchen wirklich so nah vor dir gewesen. Es war unglaublich. Das fand ich so toll, wirklich. Und da waren richtig viele von denen. Da waren immer so drei, vier oder so. Und es war einfach ein richtig schöner Park. Also alles total mit vielen Grünanlagen. Ich stehe ja auf sowas. Ich bin eigentlich schon ein ziemlicher Naturfan. Und ich kann da auch manchmal einfach ein paar Stunden verbringen, ohne irgendwas zu machen. Ich kann auch einfach nur liegen und genießen. Und dann bin ich froh. Vor allem mit den Tieren fand ich das einfach so toll, weil die waren so nah und du konntest die Hand ausstrecken und dann sind die wirklich zu dir gelaufen gekommen. Das haben die auch bei Clara gemacht. Das fand ich richtig super. Davon habe ich auch ein tolles Foto. Das habe ich auch auf Instagram gepostet. Das war mein 100. Foto und ich bin so stolz darauf, weil ich habe die ganze Zeit so zwischendurch Fotos davon geschossen und auf einmal ist es so mega nah ans Gitter gekommen zu mir. Und es war so toll, weil ich habe so richtig fett geilen Close-up von einem Eichhörnchen gekriegt und das habe ich jetzt auch als Hintergrund. Oh, ich finde es so super. Ich kann es auch nochmal einblenden, aber hier sieht man es nochmal. Oh, ich finde das so toll, ey. Das ist so mega niedlich.
Love it so much. Also das war eine Sache, die mir richtig Freude gemacht hat. Da waren auch Pelikane und alles Mögliche. Und ich fand das einfach nur richtig schön, wenn man so die Natur da von England erlebt. Am Ende waren wir noch an so Klippen, also vor der Rückreise. Da waren wir in Dover für eine Dreiviertelstunde und haben uns da die Klippen angeguckt. Und das war voll schön, weil die Natur einfach so schön war. Es war so richtig geiler Ausblick mit Klippen und Wasser und allem. Und da war es noch so ein bisschen neblig und das hatte einfach voll die coole Atmosphäre. Und da waren auch so ganz fancy Gräser, die da gewachsen sind und ich liebe sowas. Das ist erstmal zum Filmen und für Fotos total super. Ich liebe ja Aufnahmen, so mitten aus dem Gras, wo man sieht, wie sich das Gras bewegt. Manchmal will ich mich einfach ins Gras werfen, nur um Aufnahmen von dem Gras zu machen, was sich bewegt. Und das ist einfach so eine richtige Leidenschaft von mir. Ich liebe das. Und ich finde es auch toll, einfach nur da zu sitzen oder zu stehen und dann nach draußen zu gucken und mir das anzuschauen, wie toll das ist. Und sowas macht mich einfach richtig froh. Deswegen fand ich es auch schade, dass ich Hyde Park nicht gesehen habe. Weil Hyde Park hätte mich voll interessiert, weil da finden auch immer so Konzerte und sowas statt. Und ich hätte das echt mal gerne gesehen, wie das so aussieht. Weil ich konnte mir das überhaupt nicht vorstellen. Und stimmt, das ist eine Sache, die ich bei den negativen Dingen noch vergessen habe. Weil es gab drei Sachen, die ich gern gesehen hätte, also unbedingt gerne gesehen hätte. Chinatown, Hyde Park und die Oxford Street, also eine riesige Einkaufsstraße. Und alle Sachen habe ich nicht gesehen. Wir sind eigentlich immer am London Eye ausgestiegen und wir hatten halt so wenig Freizeit. Wir hatten einmal 3 Stunden Freizeit und einmal 2 Stunden Freizeit in London. Und das ist echt zu wenig, weil es gibt so viele Dinge zu sehen. Und ich habe auch Sachen gesehen, die ich jetzt gar nicht so angestrebt habe zu sehen. Und trotzdem habe ich sie genossen, ohne dass ich sie sehen wollte. Aber es gab halt auch Dinge, die ich eigentlich obligatorisch gerne sehen wollte. Und das hat dann nicht geklappt. Und das fand ich bisschen kacke, weil das Dinge waren, die ich richtig gerne gesehen hätte. Ich habe die ganze Zeit über gesagt, als ich da war, ja, ist wahrscheinlich das letzte Mal, dass ich in London sein werde. Allein schon, weil ich die Fährenfahrt zum Beispiel voll scheiße fand und weil es mir viel zu teuer da ist. Aber ich weiß nicht, es gibt eben Dinge, die ich noch nicht gesehen habe und die ich doch schon mal ganz gerne sehen würde, weil es einfach so zum Standardprogramm gehört. Vielleicht in ein paar Jahren mal wieder, wenn ich mir dann wirklich Hyde Park und sowas angucke. Weil das ist so ein Punkt, der für mich London viel schöner gemacht hätte, wenn ich allein da gewesen wäre. Erstens hätte ich die Spastis nicht da gehabt. Und ich hätte einfach das machen können, was ich wollte. Weil so, wenn man jetzt in Gruppen rumläuft oder mit der Schule eben da ist, ist man immer an den Zeitplan gebunden. So von wegen, ja, du hast jetzt 3 Stunden Zeit bis 6 oder so. Oder wenn du mit einer Gruppe rumrennst, dann sagen die einen, ja, ich hab Hunger. Oder die anderen sagen, oh, ich will shoppen gehen. Oder die anderen sagen, oh nee, ich will nochmal nach Buckingham Palace ein paar Fotos machen. Und ich so, oh, ich habe eigentlich gar keinen Bock auf das. Ich will einfach nur im scheiß Park sitzen. Dann ist es immer so eine Interessenkollision. Und das ist richtig scheiße. Am besten ist es, kleine Gruppen zu machen, wo wirklich Interessengruppen sind, dass man dahin geht zu den Sachen, die einen interessieren. Aber es funktioniert halt meistens so nicht. Deswegen finde ich es am angenehmsten, alleine rumzugehen. Das habe ich auch am vorletzten Tag, ja, habe ich das auch nochmal gemacht, weil da war ich ganz allein unterwegs, weil meine Freunde ja eine Tageskarte hatten und ich keine und ich bin dann halt zu Fuß unterwegs gewesen. Und für mich war das echt schön. Ich bin einfach ein bisschen rumgebummelt. Ich bin, habe mich halt um die National Gallery herum bewegt und habe mir ein paar Geschäfte angeguckt, bin mal zwischendurch einen heißen Kakao trinken gegangen und das war eigentlich voll angenehm. Es war einfach entspannt, weil ich einen Fick drauf geben konnte, was alle anderen wollen. Ich konnte einfach das machen, wozu ich Lust hatte. Dann bin ich einfach ein bisschen vorbeigeschlendert, hab geguckt, was da gerade in die Kinos läuft, hab einfach nur Menschen angeguckt und hab mich einmal hingesetzt, hab wirklich ein paar Fotos gemacht, hab einen Brunnen angeguckt und das fand ich einfach voll schön. Das finde ich gut. Ich brauche auch manchmal so Entspannmomente. Ich muss nicht die ganze Zeit rumhetzen, damit die Reise für mich irgendwie erfolgreich ist, nur weil ich dann denke, ich habe mehr gesehen, wenn ich noch 200 Meter mehr umgehetzt bin. Also, es macht für mich jetzt nicht so viel aus. Und das war für mich einfach schön, dass ich mal für mich sein konnte, weil das war so eine Sache, die mir auch oft gefehlt hat, weil wir waren ja permanent eigentlich mit Leuten im Zimmer zusammen, weil wir halt mit 4 Leuten auch im Zimmer waren und so. Und die einzigen Momente, wo man wirklich alleine war, war dann halt auf der Toilette, die man nicht mal abschließen konnte. Und ich bin ja auch so ein Mensch, wenn ich zu Hause bin, dann singe ich immer zur Musik mit. Und ich habe so viel Musik gehört. Ich habe irgendwie meine Startliste auf Spotify habe ich dreimal durchgehört. Ich habe meine Songliste zweimal durchgehört. Ich habe meine Life is Strange Playlist dreimal durchgehört. Und ich konnte nichts mitsingen. Und das hat mich so depressed einfach. Weil ich will ja natürlich niemanden nerven oder stören, aber ich liebe das einfach. Ich singe gerne mit. Und das habe ich so vermisst. So ganz viele Sachen, die so Kleinigkeiten eben, die man irgendwie
total unterschätzt. Auch sowas, dass die fast kein herzhaftes Essen haben oder dass die nicht so geile Backstationen haben wie in Deutschland und sowas. Aber ja, also wenn ich alleine da gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich mehr geschafft. Und dann hätte ich es auch wahrscheinlich mehr genossen als jetzt mit dieser Schultruppe, wo man erstmal sowieso nicht mit allen Leuten immer klarkommt, wo auch ab und zu ein paar Spastis dabei sind und wo man an Zeitpläne gebunden ist. Mich hat da immer aufgeregt, dass du zum Beispiel nichts Gesundes essen kannst, weil da gab es irgendwie fast keine Salate oder wenn immer nur so tiefgekühlt eingepackte und das finde ich irgendwie richtig scheiße. Zum Beispiel beim McDonald's, als ich da war, wollte ich mir so ein Wrap holen, weil Wrap das einigermaßen gesündeste noch ist, anstatt so einen fetten, triefenden Burger und sowas. Und immer wenn ich irgendwas Gesundes haben wollte oder irgendwas Sportliches machen wollte, dann wurde ich dadurch bestraft. Als ich 4 Stunden gelaufen bin mit der scheiß Salzkruste und als ich mir irgendwas Gesundes holen wollte bei McDonald's, musste ich 15 Minuten auf so einen scheiß Wrap warten. Das ist vollkommen lächerlich. Und der Typ hat einfach nichts gebacken gekriegt. Der hat einfach eine Tusse, die im McSunday wollte, hat der einen Fischburger gegeben. Und ich denke mir so, was zur Hölle, wie kann man inkompetent sein, um bei McDonald's arbeiten zu können. Bei McDonald's kann jeder arbeiten. Man muss einfach nur Sachen packen, die Leuten in die Fresse schleudern und Sachen eintippen in die scheiß Kasse. Und das ist es. Wie kann man dafür zu dumm sein? Hat mich voll aufgeregt. Und als ich beim Burger King war, wollte ich mir einfach nur ein Crispy Chicken Salad holen, weil ich einfach so Salat mit Chicken liebe. Und ich hatte keinen Bock auf diese fettriefende Scheiße. Das Schlimmste ist, in England stehen die Kalorien überall dabei, ne? Bei den McDonald's-Tafeln und so. Dann steht da irgendwie so beim Burger King, ja, Bacon, Beef, Classic, Royal, so ein Burger. Und da steht da so 1000 Kalorien. Ohne Scheiß, und so ein erwachsener Mensch hat normalerweise, ich meine, das so im Kopf zu haben, dass ein normaler Mensch 1500 bis 2000 Kalorien höchstens, glaube ich, am Tag zu sich nehmen sollte, um seinen Gesamtverbrauch quasi zu decken. Also um genug Energie aufzunehmen, aber auch nicht zuzunehmen und so. Und das ist einfach so krass, hallo, wenn der ein Burger 1000 Kalorien hat, dann kannst du ja fast gar nichts anderes mehr an dem Tag essen. Das ist ja voll heftig. Oh mein Gott, das hat mich richtig geflasht, als ich das gesehen habe. Da irgendwie so, oh mein Gott. Aber es ist eigentlich ganz gut, dass sie das angeben. Also das ist irgendwie mehr Transparenz für die Verbraucher und so. Das fand ich eigentlich ganz gut. Auf jeden Fall fand ich das mit dem 4-Stunden-Lauf war eigentlich ein cooles Erlebnis, weil man halt mal was anderes gemacht hat. Und sich auch ein bisschen sportlich betätigt hat. Wir sind ja halt viel rumgelaufen, aber das ist natürlich nochmal eine ganz andere Nummer. Dann kam ich abends ins Hotel und dachte mir so, ich kann sofort einschlafen. Ich war so scheiße müde jeden Abend. Wir sind bestimmt, also nach englischer Zeit ist es ja immer eine Stunde zurück von Deutschland aus quasi. Und wir sind eigentlich immer um 9 oder 10 schlafen gegangen. Und sonst in den Ferien gehe ich um 3 ins Bett oder noch später, je nachdem. Und ich war jeden Tag so fertig. Also wir sind auch morgens aufgestanden, relativ früh. Wir waren meistens um 7 oder 7:30 wach, weil es halt auch das tolle Frühstück gab. Auf jeden Fall ist man dann halt immer viel früher ins Bett gegangen. Und ich habe mich dann immer so gefühlt, als ob ich den Tag sinnvoll genutzt hätte. So von wegen, yes, ich habe was gemacht, jetzt darf ich schlafen, jetzt habe ich mir den Schlaf verdient und so. Und ich mochte das irgendwie, dass ich einfach ins Bett falle und tot bin und einfach schlafen kann. Weil ich habe sonst so Probleme beim Einschlafen, da muss ich erstmal so 20 Seiten in ein Buch lesen, bevor ich gerade so bereit bin, vielleicht mal eventuell ein Auge zumachen zu können. Und das hat mir ganz gut gefallen. Aber das hatte ich auch in Kroatien eigentlich ziemlich oft. Das ist ja immer so, wenn man beschäftigt ist oder in der Sonne liegt oder nur die Zeit im Bus verbringt, dann ist man auch saumüde. Ich habe auch die ganze Zeit das Gefühl gehabt, ich hätte den Tag verschlafen, vor allem an dem Montag, als wir halt da angekommen sind. Da habe ich im Bus bestimmt noch 4 Stunden oder so geschlafen. Dann sind wir noch durch Canterbury gefahren und noch ein bisschen durch London. Boah, ich habe so viel in meinem Leben nicht geschlafen. Und trotzdem war ich am Ende des Tages so müde. Ich weiß echt nicht, was da passiert ist. Aber es war ein Gefühl, was mir eigentlich ganz gut gefallen hat. Also es gab, wie gesagt, seine guten Momente, aber es gab auch Dinge, die haben mich echt abgefuckt und die haben mir so gar keinen Spaß gemacht.
Darauf hätte ich dann auch irgendwie verzichten können, aber es ist halt Ansichtssache. Bei einer Studienfahrt kann man nicht erwarten, dass es so mega krass, heftig geil ist und so, aber ja. Es war auf jeden Fall in Ordnung. Ich bin froh, dass ich es gesehen habe. Ich werde nie mehr mit der Fähre dahin fahren. Wenn ich jemals wieder nach England gehe, dann werde ich auf jeden Fall sowas von fliegen. Ich werde nie mehr mit dieser scheiß Fähre fahren. Boah, mir war so schlecht. Gott. Never ever again. Aber an sich war es auf jeden Fall eine interessante Erfahrung. Ja, ich muss jetzt mal gucken, wann dann das Video so dazu rauskommt. Wenn es schon feststeht, dann wird es wahrscheinlich in der obersten Zeile der Beschreibung stehen. Also das Video auf meinem Zweitkanal, wo ich noch ein bisschen mehr zeige von England, wo ihr auch meine Eindrücke als Video sehen könnt und so, was ich von da gefilmt habe. Ja, und dann würde ich sagen, das wär's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, schreibt was in die Kommis und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bye!